Wie berechnen Sie die maximale Rendite eines Diskontzertifikates? Die maximale Rendite eines Diskontzertifikates ist begrenzt, und zwar durch den sogenannten Cap. Wenn Sie nun wissen möchten, wie viel Rendite Ihr Investment in ein Diskontzertifikat maximal erzielt, dann nehmen Sie die Differenz zwischen dem Einstiegskurs in das Zertifikat und dem Cap. Angenommen, Sie haben das Diskontzertifikat für 280 Euro gekauft und der Cap liegt bei 330 Euro. So ist Ihr maximaler Gewinn auf 50 Euro begrenzt. Prozentual bedeutet das, bezogen auf Ihren Einstiegskurs von 280 Euro, 17,85%. Wenn Sie nun die eben berechnete maximale Rendite etwa im Vergleich zu anderen Investments sehen möchten, dann sollten Sie die Rendite PA pro Jahr heranziehen.